Hi, geht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr an einem wunderschönen Platz liegt, aber immer irgendein Teil vom Tarp versperrt euch den Weg auf diese schöne Landschaft? Ich bin Markus und heute zeige ich euch drei neue Tarp-Aufbauvarianten, mit denen ihr immer einen freien Blick auf die wunderschöne Landschaft habt. So, hier hinter mir seht ihr jetzt schon die Aufbauvariante, um die es heute geht. Es ist ein Diamantshelter und hierzu habe ich drei Aufbauvarianten, die ich heute zeigen möchte. Wie immer kommt als erstes mein Päckchen mit dem Paracord zum Einsatz. Ich werde an einem Baum, einem Ast oder an einem Stock, den ich selber aufstelle, eine Paracordschnur anbringen und ein Ende des Tarps dort befestigen. Nachdem die eine Ecke des Tarps abgespannt ist, dies habe ich wieder an einem Siberian Hitch gemacht, das zeige ich euch nachher mal noch, werde ich die diagonale Seite, die Ecke, auf den Boden abspannen und danach die Seiten rechts und links. Und damit steht im Prinzip schon der erste Shelter. Und nun seht ihr schon die erste Variante für diesen Shelteraufbau. Die Höhe könnt ihr natürlich jederzeit variieren. Auch könnt ihr einfach einen Stock aufstellen und ihn zur Seite mit Paracord abspannen oder einen passenden Ast in der Höhe verwenden. So, ich nehme euch gerade einmal mit rum. Mit weiteren Karabinern könnt ihr nun die Eckschlaufen abspannen. Somit ist das Tarp dann rundherum geschützt, auch wenn es einmal regnen sollte. Und Platz bietet dieser Shelter ordentlich, wie ihr hier seht. Ja, und so einen Ausblick möchte man sich natürlich nicht durch irgendeine Seite des Tarps versperren lassen. Ihr seht nun, im hinteren Teil habt ihr einen unglaublich großen Platz, um Dinge unterzubringen. Aber oft braucht ihr den Platz gar nicht. Die zweite Variante, die ich euch nun zeige, gibt euch die Möglichkeit, die Bodenplane nach innen zu schlagen und dadurch auch noch mehr Schutz von unten zu haben. Dazu entfernt ihr den Hering an der äußersten Spitze und setzt ihn etwa einen halben bis einen Meter, jedenfalls zu einer weiteren eurer Schlinge, nach vorne um. Und schlagt eure Tarplane nach innen um. Seitlich wird man noch ein wenig nachspannen müssen, damit auch alle Seiten wieder gut gespannt sind.
und damit hättet ihr innenliegend einen weiteren Platz, um euer Material auf trockenem Boden abzulegen. Ja, wie passend. Jetzt fängt es gerade an zu regnen und die dritte und letzte Variante, die ich euch zeige, die hilft euch genau bei dieser Wetterlage. Das heißt, ihr werdet noch weniger nass unter dem Tarp, habt aber nach wie vor noch den tollen Ausblick. Hierfür brauche ich wieder mein Paracord. Ich werde jetzt nun eine Firstschnur spannen und euch zeigen, wie ihr das Tarp über diese Firstschnur anbringen könnt. Wie schon an der Spitze des Tarps verwende ich auch hier für die Firstschnur einen Sibirien-Hitch am ersten Baum. Wenn ihr mehr über die Knoten wissen wollt, ich habe euch hier oben ein Video verlinkt, da könnt ihr die Knoten, die ihr braucht, um eine Firstschnur gut aufzubauen, gerne anschauen. Ich gehe einmal um den Baum, lege die lange Seite über die Hand und mache eine Schlinge um das andere Ende. Drehe einmal über die feststehende lange Schnur und mache einfach eine Schlaufe durch. Durch dieses habe ich hier eine feste Schlaufe, die mir auch nicht aufgeht, die ich nachher aber sehr, sehr gut lösen kann. Das ist der große Vorteil daran. So, am zweiten Baum verwende ich wieder meinen Flaschenzugknoten. Hier werde ich jetzt nun ein Stöckchen hier hinten unterlegen, um etwas den Druck, der auf den Stamm kommt, zu mindern. Und damit kann ich jetzt diesen Flaschenzug aktivieren. Um ihn zu fixieren, ist wiederum eine weitere Schlaufe notwendig, die ich einfach hier durchziehe. So, und auch diesen Knoten findet ihr in dem schon angesprochenen Knotenvideo. Als nächster Schritt wird das Tarp über diese Firstschnur gelegt. Das zeige ich euch nun. Und baue nun das Ende des Tarps um. Ja, mit diesem Vordach seid ihr dann bestens gerüstet, wenn doch mal ein wenig mehr Regen kommen sollte. Ihr seht, ich habe es im Moment sehr, sehr flach aufgestellt. Kein Problem, man kann es auch steiler nach unten stellen, gar bis zum Boden abspannen. Auch die Höhe der Firstschnur ist ganz individuell einzustellen. Dadurch habt ihr im Prinzip einen tieferen Shelter, der aber darum besser geschützt ist vor Wind und Regen. Ja, und den tollen Blick aus dem Tarp habt ihr weiterhin, seid hier nur über dieses Dach einfach besser geschützt. Ja, das waren meine drei Varianten, die ich so in der letzten Zeit ausprobiert habe, mit denen man wirklich einen super Blick in die Landschaft hat und es genießen kann. Und ihr seht, jetzt kommt sogar noch mal die Sonne raus. Also Regen und Sonne wechseln sich heute ab. Dieser Tipp kam auch von jemandem von euch, da bin ich sehr, sehr dankbar, denn diese Variante hatte ich bisher nicht wirklich auf dem Schirm, weil ich immer dachte, die ist mir zu offen. Aber für mich hat sich jetzt die letzten Wochen doch tatsächlich gezeigt, dieses Ding ist richtig gut. Macht das nach. Schreibt auch gerne weiter in die Kommentare. Und wer noch nicht abonniert hat, gerne ein Abo hier lassen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr über Tarps.